lernen, wie es ist, Männer zu verlieren. Dass sie im Vertrauen auf dich sterben. Es gibt nur einen Weg, diese Lektion zu lernen. Mein erstes Mal war am D-Day. Alle mal herhören! Wir müssen unser Ziel bis zum Morgengrauen erfüllen. Und es scheint, als wissen die Krautfresser, dass wir kommen. Wir haben nur eine Chance, die Küstenartillerie zu demolieren. Wenn wir versagen, scheitert die Invasion morgen. Ich habe euch hierfür ausgebildet. Lasst euch von der Navy nicht vorführen. Erobert die Kasematten, sprengt die Artillerie und zeigt mit Leuchtsignalen an, dass ihr fertig seid. Okay, jetzt geht es. Wir kennen das ja. Aufstehen! Einblicken! Bereithalten! Wir sehen uns an! Gott sei Dank. Hol mich runter.
Ich kenne nichts!
Connor! Nicht schießen! Verdammt, Kingsley! Wir dachten, du wärst ein Krautfresser. Wir hätten dich fast durchlöchert. Schön, euch zu sehen. Wie ist die Lage? Der Captain hat's nicht geschafft. Wir sind allein. Wir sollten uns verschanzen und auf den Rest der 6. Division warten. Wir müssen die Artillerie bis zum Morgengrauen ausschalten. Sonst ist die Invasion gescheitert. Hältst du dich jetzt für den Captain oder was? In einer Stunde geht die Sonne auf. Wir können nicht warten. Ja, es kommen auch keine Männer oder Kavallerie, um uns zu helfen. Wir können hier nur sterben oder versuchen, es nicht zu tun. Hey, es hilft uns jetzt auch nicht weiter, wenn ihr streitet, wer die dickeren Eier hat. Die deutschen Kasematten sind nicht weit weg. Ich glaube, wir schaffen es rechtzeitig hin. Also, schalten wir sie aus. Die Kompanien sind zerstreut. Wir pissen doch gegen den Wind. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Und ihr auch. Das ist Wahnsinn. Hey, was bleibt uns denn noch? Ich bin ganz bei Arthur. Beenden wir die Mission. Alles klar, Kingsley. Du hast wohl das Kommando. Kasematten und Valhalla sind da lang. Wir sollten los. Wie lautet der Plan, Kingsley? Machen wir einen Weg frei. Ihr habt den Sarge gehört. Weg mit den Trümmern. Müssen wir die Brücke sichern. Das ist unsere einzige Chance. Wie du meinst, Boss. Unten bleiben. Achtet auf den Laster. Das ist die Gelegenheit. Seid still und rückt nach vor. Den Sarge. Beim Zaun. Ausschalten. Den Laster! Sie ziehen sich zurück! Nachrücken! MG reißt hier alles in Stücke!
Raketenfahrzeug festnageln! An den Karren und schieben! An den Karren! Der Karren bietet Deckung, Leute! Schütze am Boden! Verstärkung ausschalten! Los, vorwärts! Nehmt die Brücke ein! Granate für das MG! Schaut's drauf. Wir leben noch, oder? Ja, mag sein. 8 Männer gegen eine Nazi-Festung. Richard hielt mich für verrückt. Manchmal braucht es etwas Irrsinn. Ich denke, tief im Inneren verstand er das und erkannte, dass wir aus demselben Holz geschnitzt waren. Ist vorausgegangen. Ich glaube, sie warten auf dich, Sarge. Seht euch die Verteidigung an. Heilige Scheiße. Sie warten hier oben am Tisch. Aus, Sergeant. Sie am besten selbst. Verschaff dir einen Überblick. Unsere Ziele sind die Geschütze in den Kasematten. Und der einzige Weg führt dann bis an die Zähne bewaffneten Deutschen vorbei. Glaubst du, du kannst das untere Geschütz ausschalten? Ist einen Versuch wert. Durch den Bunker kommen wir rein. Aber er ist voller MGs. Wird eine harte Nummer. Zuerst müssen wir durch das Minenfeld. Der Panzergraben könnte nützlich sein. Ich habe eine Idee. Bin ganz Ohr. Mit den Blitzen können wir uns einen Weg durch die Minen bahnen. Und der Bunker wird Hackfleisch aus uns machen, sobald sie die Motoren hören. Wir gehen leise rein, ohne Motoren. In letzter Sekunde springen wir ab. Den Rest macht die Schwerkraft. So erreichen wir den Graben. Und? Ich liebe es. Und am besten gehst du zuerst. Okay, wenn du den Graben erreichst, halte deine Leute bereit. Tommy, kommst du mit? Oh ja, durchs Minenfeld fahren, den Bunker nehmen, Termit an hochexplosiven Waffen anbringen. Kinderspiel, Sarge. Und du machst eine zweite Sonne am Himmel.
Wenn unsere Schiffe das Signal nicht sehen und nicht wissen, dass wir gewonnen haben, wird ihr Beschuss uns voll erwischen. Vielleicht geht's nur mir so, aber sollte ich getötet werden, wäre es ein wirklich schwacher Trost, dass es unsere Leute waren. Keine Angst, Chef. Ich werde nach oben zielen. Der Laster ist bereit. Wir sind direkt hinter euch. Viel Glück, Kingsley. Bereit an der Tür! Warten auf dich, Boss! Nimm die untere Kasematte! Ich nehme die oberen! Denk ans Leuchtsignal! Gehen wir! Verstanden, Sarge! Jetzt kommt's drauf an, Jungs! Mir nach! Tommy! Zieht ihn weg! Wir brauchen die Tür frei! In Ordnung! Halber Trupp! Mitkommen! Ja! Das Halbkettenfahrzeug reißt uns in Stücke! Auf ein Sperrfeuer! Sofort! Fahrzeug ausschalten! MG ausgeschaltet! Wir ziehen sich zurück! Vorrücken! Da links! Noch ein Halbkettenfahrzeug! Auf das Halbkettenfahrzeug aufpassen! Los, los!
Kettenfahrzeug links festnageln! Position halten! Da kommt noch mehr NGs! Verrückte Reihe! Sie kriegen Verstärkung! Weiterfeuern! Haltet die Linie! Feuerbündel! Nutzt die Halbkettenfahrzeuge! Hinterm Halbkettenfahrzeug bleiben! Gebt den MGs kein Ziel! Los! Bewegt das Ding! Nah dran bleiben! Nutzt die Deckung! Umzingelt das MG! Sichere rechts! Übernehme links! Weiter vorrücken, Leute! Los geht's! Schießscharte! Bleibt zurück! Räuchert sie aus! Werf den weißen Phosphor! Geh voraus! Wird gemacht, Sarge! Das Licht ist aus. Ich gebe Deckung, du suchst eine Taschenlampe, Sarge. Verdammt, stinkt das hier! Sarge, da ist eine Taschenlampe. Nimm sie! Verdammt! Weiter voraus! Sieh dir dieses Monster an! Eine erledigt, eine übrig. Das war das letzte Termit. Sarge, ich könnte Hilfe gebrauchen. Danke, Sarge. Treppe hier drüben. Granate, runter! Ja.
hat's seinen Job gemacht. Scheiße! Entdeckung! Rauch ist raus! Räumt sie aus dem Weg! Rauch im Ofen! Los! Kasematte gesichert! Wie sprengen wir das denn? Wir haben kein Termit mehr. Ich werf eine Bangalore rein. Nach oben, bevor das Ding in die Luft fliegt. Hast du die Leuchtpistole, Sarge? Der Beschuss steht bevor. Los! Raus und das Leuchtpistole-Alarmfeuer! Das Leuchtsignal! Das Bombardement geht gleich los! Verdammt! Das Ding ist hin! Das ist ein schlechter Scherz, oder? Wo ist Webb? Da! Die untere Kasematte! Beschuss! Runter! Ich hol Webbs Leuchtpistole! Bring alle in Deckung! Wir müssen hier weg! Du gesteckt? Nichts Besseres zu tun? Ich habe nur auf einen Verrückten gewartet, der den Helden spielt. So, dann schicken wir unseren Jungs mal ein Signal, was? Wir hatten unseren Captain verloren, aber den Tag gerettet. Und wir ehrten unsere Gefallenen auf die einzige Art, durch Beenden der Mission. Du blickst auf deine Soldaten und hoffst, sie sind der Schwierigkeit gewachsen, dem Unmöglichen. Das Leuchtsignal gab mir recht. Das bedeutet es, ein Anführer zu sein. Bei all den wehenden Fahnen in den Straßen hätte man nicht gedacht, dass die Nazis den Krieg verlieren würden. Doch Hochmut kommt stets vor dem Fall. Und auf Verzweiflung folgt die Dummheit. Kommandant Hinrich Friesinger hatte Novak getötet. Und wir bekamen eine Freifahrt in die Höhle des Löwen. Die erste formelle Kapitulation einer deutschen Armee, seit die Alliierten die Strände Europas erstürmt haben. Der Führer verlangt von den Deutschen, dass... Ich habe den Bericht gelesen. Zweimal. Das Alliierten-Team ist faszinierend. Sie wurden geschnappt. Aber es war knapp. Ich will, dass Sie alles über diese Einheit herausfinden. Es wird mir ein Vergnügen sein. Sie sprechen mit keinem darüber und berichten ausschließlich mir. Herr Littler. Nass ist unser Schlachtfeld. Wollen Sie sich so langsam? Was glauben Sie, wer die sind? Ein bisschen schneller, habe ich gesagt. Was ist das für ein Gestank? Chlordioxid. Sie denken, es überdeckt den Geruch von Tod. So, rein, rein! Ich sagte, beweg dich! In so einem schicken Scheißloch war ich noch nie. Hat noch jemand Hunger? So, ich bin Hauptsturmführer Richter. Zisch ab, ja.
Außer du bist der Zimmerservice. Und ich habe Fragen an euch. Fragen können wir wohl kaum essen. Ich bin der Kommandierende. Sie sprechen mit mir. Richter war ein offenes Buch. Hochrangige Uniform, keine Orden, Schreibtischhengst. Perfektes Ziel. Umgeben von drei Wachen, bewaffnet, alles Arschlöcher. Ich studiere die Alliierten seit Jahren, aber eine solche Einheit ist mir noch nie untergekommen. Kingsley, Arthur, Lieutenant. Dienstnummer 2523-2642. Ich erzähl dir was. Ich habe genau einmal selbst mit dem Führer gesprochen. Er hat mir ein Buch empfohlen. Der Untergang der großen Rasse. Von einem Amerikaner. Ein Mann namens Madison Grant. Der Führer hatte nichts als Lob für ihn. Fick Madison Grant und alle Gleichgesinnten. Das Buch erläutert, dass unter enormem Druck oder ungünstigen Bedingungen deiner Art von Menschen weniger schnell abbauen. In dem Moment wusste ich, was ich zu tun hatte. Rechts vom Jugulum, unterm Schlüsselbein. Sobald wir alles von diesem rassistischen Bastard hatten, würde ich dort mein Messer ansetzen. Mein Plan nahm Gestalt an. Wir waren gefangen im Keller des Gestapo-Hauptquartiers. Um uns herum befand sich eine Fundgrube an Nazi-Geheimdaten. Projekt Phoenix musste dort irgendwo sein. Und Richter war der Schlüssel. Er dachte, er sei der Vernehmende. Sollte er uns von Nutzen sein, musste er das auch weiterhin denken. Dieser arrogante Nazi in seiner glattgebügelten Uniform liebte den Klang seiner Stimme. Der schwierige Teil war nicht, Richter alles über Projekt Phoenix zu entlocken. Der schwierige Teil war, die anderen zu überzeugen, ihn nicht vorher zu töten. Die Alliierten wussten irgendwie von Projekt Phoenix. Wir haben einen Verräter unter den Offizieren. Nein. Ich habe ihre Akten. Kümmern Sie sich um sie und die anderen Entbehrlichen. Lieutenant Kingsley erwähnte ein Projekt Phoenix. Wohl alliierte Propaganda. Der Neger dachte, er beschütze sein Team. Wohl um sich zu beweisen. Ihn zum Anführer zu machen. Die Alliierten müssen verzweifelt sein. Er sagte, es sei ihre erste Mission. Der sechste Mann sei tot. Ich denke, er lügt. Natürlich. Ich finde die Wahrheit heraus. Gibt es weitere Teams wie dieses? Wie erfuhren Sie von Hamburg? Ist Tempelhof in Gefahr, kompromittiert zu werden? Diese Dinge muss ich wissen. Hier steht mehr auf dem Spiel, als ich Ihnen sagen kann. Aber ich zähle auf Sie, Herr Richter. Ich verstehe. Danke sehr. So. Wir haben euren Freund beim Gummischleuchen ertappt! Also, ich sehe 10 Finger. Das ist schon mal gut. Mir geht's gut. Ehrlich.
Hör zu. Sie wissen von Wade, aber sie haben ihn noch nicht. Du hast ihnen gesagt, er wurde getötet, oder? Im Zug nach Hamburg. Sie werden es nicht glauben, aber ich hoffe, es gibt ihm Zeit, uns rauszuholen. Er wird uns nicht holen kommen. Sie hat recht, Kingsley. Wir können nicht auf den Schwachkopf zählen. Bringt mir die Frau. Sie geht nirgendwo hin, Mann. Ach, geh mir aus dem Weg. Los! Alina, ich reiß nicht. Узнай, bis Josh to Moschisch.